Hallo, 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 hier ist wieder Shoki bei Noki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Der erste Christian, ich bin der Sascha und wir haben heute den 7. Februar. Und wir haben Geburtstag. Am 7. Februar hat Geburtstag, nicht wir, sondern wir, wer? Sondern er hier. Ashton Kutcher hat Geburtstag. Kutcher. Ja. Ja. Der Stecher von Demi Moore. Richtig. Ja. Hat ein paar Filme gemacht. Stecher. Ja, auf jeden Fall hat er mal. Stichen die Braut. Ja, hat auf jeden Fall ein paar Filme gemacht, die ganz gut waren. Ein paar, die waren totaler Scheiß. Ja. Ich fand gut Butterfly Effect. Der war richtig gut. Ja, Butterfly Effect fand ich gut. Es gab auch einen zweiten Teil, der war wieder kacke, glaube ich. Den habe ich gar nicht geguckt. Wenn es einen zweiten gab, war er kacke. Ich kenne ihn gar nicht, habe ihn nicht geguckt. Fand ich ganz gut und war auch eine lustige Idee irgendwie mit dem Butterfly-Effekt. Und da hat er gespielt und das war eigentlich eine ganz gute Sache. Und dann halt die Geschichte mit Two and a Half Men. 1978 geboren. Mein Jahrgang. Ja. Ein guter Jahrgang. Ja. Am 7. Februar. Ja. Am 7. Februar 1971. 71. Also 7 Jahre zuvor. Besonderer Tag in der Schweiz. In der Schweiz? In der Schweiz. Da haben Frauen das Wahlrecht bekommen. Ach so, da Frauen durften wählen dann in der Schweiz. Wurde auch mal Zeit. Die haben ein bisschen länger gebraucht. Ja. Ja, aber seit 71 dürfen Frauen in der Schweiz wählen. Bis das Ganze dann in den einzelnen Kantonen durchgesetzt war, hat es nochmal einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren gebraucht. Ach ja, wirklich? Ja, es gab einen Volksentscheid. Ja, machen wir Frauenwahlrecht. Dann haben die Kantone gesagt, Ach so, mach dann mal langsam. Ja, die sind warum sollen die Frauen jetzt sofort wählen dürfen? Dann hat es gedauert. Ja. Und gedauert, bis dann irgendwann gesagt hat, jetzt macht mal hin. Und 19 Jahre später, 1990, am 7. Februar, da haben sich Bündnis 90 und die Grünen zusammengeschlossen. Bündnis 90 die Grünen. Ja. Und Bündnis 90 und die Grünen haben sich zusammengeschlossen. Bündnis 90 kommt ja eigentlich, das ist ja die Grüne Partei sozusagen aus der DDR sozusagen heraus. Ja, aus dem Osten. Aus den neuen Bundesländern. Aus den neuen Bundesländern, genau, geschlossen. Und die Grünen haben sich dann zusammengeschlossen. Und das war am 7. Februar 1990. Ja. Das war der 7. Februar 1990. Okay, Razzifazzi, oder? Rogizuki. Was haben wir heute gelernt? Bündnis 90 die Grünen, Ashton Kutcher, der Stecher von Demi Moore. Und Frauen dürfen wählen in der Schweiz seit 71. Was ich eigentlich nicht erzählt habe, der Demi Moore hat ja was mit dem Christian, ne? Seit neuestem. Gleichzeitig mal eine Schnuppe gehabt. Nein! Ja. Ach, richtig. Das heißt, Ashton Kutcher und Christian sind ja Lochschwager. Ja. Oh mein Gott. Ist ja egal. Wollte ich schon mal so gesagt haben. Also interner. Du sollst das nicht jedem erzählen. Ich wollte nicht mit rumprallen. Unter uns. Cheerio, Miss Sophie. Cool.